Hallo, liebe Jungfrau, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was im Oktober auf dich zukommt. Im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent, Jungfrau, dennoch Kollektivlegung, bitte auf deine persönlichen Themen umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Ich möchte mich auch bei dir von Herzen bedanken für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare und das, dass du hier wirklich etwas für dich mitnehmen kannst. Solltest du persönliche Hilfe und Unterstützung benötigen, dann schau bitte unten vorbei. Dort gibt es Coachings, spirituelle Begleitung, Heilsitzung oder Kartenlegung. Und ansonsten schauen wir jetzt mal, was der Oktober für dich so bereithält. Ich verbinde mich mit den Jungfrauen und dem Monat Oktober. Jungfrauen, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendenten. Was kommt im Oktober auf die Jungfrau zu? Ja. Eieiei. Ich höre gerade, bitte, bitte die letzten Sonnenstrahlen genießen. Setz dich raus. Kopfschmerzen, eventuell viele Gedanken. Frische Luft wird dir helfen. Oh. Vieles in dir aufgewühlt. Viel los in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Du hast das Gefühl, du weißt überhaupt gar nichts mehr. Irgendwie so, oh, ganz viele. Du hast das Gefühl, Entscheidungen treffen zu müssen, vielleicht auch. Auf einmal möchtest du dich mit deinen Wünschen beschäftigen, dann möchtest du dich mit dir selbst beschäftigen, dann bist du total lost und weißt überhaupt nicht mehr, mit was du dich überhaupt beschäftigen sollst. Du hast das Gefühl, jedem gerecht zu werden und bist es doch nicht. Du hast aber auch das Gefühl, dass du keinem gerecht werden willst. Es scheint unglaublich viel in dir los zu sein. Die Gedanken nehmen Überhand. Wir haben null Kelchenergie hier. Das heißt, ganz viel Schwertenergie, Gedanken. Große Arkana, 3 Stück, haben wir den Gehängten, Eremit und den Stern. Eine Königin der Münzen. Eine Person, die dir zeigt, was wert ist oder wie wertvoll du bist. Oder eine Mutter, das ist deine Mutter, ist oder eine Person, die ist wie eine Mutter, hat Einfluss auf dich und hilft dir aus deinem Gedankenchaos hinaus. Die Münzen, die sich hier zeigen, vielleicht machst du dir sehr viel Gedanken auch um Münzen, um Geld. Oder wie sollst du das mit deinem Wunsch, mit deinem Ziel vereinbaren? Achte wirklich auf deinen Kopf. Wenn du extreme Kopfschmerzen hast, besonders an den Schläfen, wird es mir hier gezeigt, dann ist das nur ein Zeichen deiner Gedanken. Achte darauf, an welcher Schläfe. Ist es an der linken Schläfe, geht es darum, dass du irgendwo reinfühlen darfst, auf Gefühlsebene. Entweder hat es mit deiner Beziehung zu tun oder es hat mit dir selbst zu tun, mit dem Selbstwert, mit der Selbstliebe zu tun. Wenn sie rechts sind, deine Kopfschmerzen an der rechten Schläfe, dann geht es darum, dass du Existenzthemen hast, bezogen auf Finanzen, deinen Job oder was die Zukunft angeht. Solltest du Rundumschlag haben und den ganzen Kopfschmerzen überall, dann darfst du definitiv mehr Klarheit in deinem Leben finden und kreieren. Ganz wichtig sind für dich die Eremitmomente, das heißt, in denen du alleine bist oder den Zugang zu dir selbst förderst. Es geht darum, dass du dich selbst fühlst, dass du merkst, was in deiner Tiefe eigentlich los ist, was dein Leuchten ist, was dich zum Leuchten bringt. Also der Eremit ist immer Rückzug, Stille, sich wahrnehmen, fühlen oder wirklich halt mit dir selbst arbeiten, spirituell, Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer. Doch es geht hier wirklich um das innere Leuchten. Denn mit dem Gehängten möchte etwas gesehen werden. Auch hier haben wir das Leuchten wieder. Das heißt, du darfst tiefer blicken oder du darfst einen anderen Blick wagen. Denn deine Seele schreit hier wirklich so ein bisschen nach Sehnsucht, nach höre mich, fühle mich, bitte Aufmerksamkeit, denn hier ist etwas, was du in den Gedanken suchst, aber noch viel tiefer zu finden ist. Puh.
Ja, da kommt es auch schon. Habe ich schon gesagt, du hast das Gefühl, eine Entscheidung treffen zu müssen. Auch Lorelei, du merkst, das sind alles so auf Farben hier und Karten, die sind alle so schwer, aber nicht schwer schwer, sondern eher so, ja, die Sehnsucht nach Klarheit, ne? Du fühlst dich nicht so gut, vielleicht Schuldgefühle oder du weißt einfach nicht, was du machen sollst. Du hast das Gefühl, Entscheidungen treffen zu müssen und du weißt überhaupt nicht, für was du dich entscheiden sollst. Das hatten wir eben schon mal. Wichtig ist Klarheit. Geh in die Tiefe, fühle Klarheit und lass dich dann leiten. Dann ist die Entscheidung schon getroffen. Einige von euch, liebe Jungfrauen, haben extrem Heißhunger auf Schokolade oder Milchprodukte. Das ist ein Zeichen dafür, dass du emotional definitiv etwas anschauen kannst. Es geht hier um Zuneigung und um die Selbstliebe, sich selbst in den Arm zu nehmen. Dein Hauptthema, liebe Jungfrau, im Oktober. Ja, die kam ja geflogen. Starry Night, also. Es geht hier wirklich um die Tiefe, ne? Nacht. Es geht hier um sternklare Nacht, um Akzeptanz. Akzeptiere erstmal, dass du so fühlst, wie du fühlst, dass es ein reinstes Chaos ist, dass du auch Sehnsucht hast, dass du dich entscheiden musst, dass du nicht weißt, ob du dich richtig entscheidest. Akzeptiere erstmal all das, was gerade in dir vor sich geht. Es ist okay. Es ist okay. Und dann nutze vielleicht sogar die Abendstunden, die dunklen Stunden, um dich hinzusetzen, Meditation zu gehen, dich zu fühlen. Verbinde dich mit den Sternen, geh raus, guck zu den Sternen. Ich meine, jetzt gerade rund um den Neumond sind die Sterne unglaublich schön zu sehen. Schau einfach tiefer und erkenne dein wahres Ich. Hier geht es auch sehr viel um Verurteilung. Verurteile dich nicht. Ja, zum Abschluss haben wir hier noch ein Rat des Universums für die lieben Jungfrauen, bitte. Ja, Schutz. Fordere deine Macht zurück. Schneide die Stricke durch Seelenrückholung. Ne? Also hier möchte etwas befreit werden. Vielleicht schleppst du auch sehr viele Verstrickungen, alte Themen mit dir rum. Seelenrückholung hat auch immer was damit zu tun, dass du etwas erlebt hast, was dich handlungsunfähig gemacht hat. Vielleicht machst du etwas für dich oder du gehst tiefer, arbeitest mit dir, um hier wirklich Grenzen zu setzen, um etwas zurückzuholen. Es ist auch immer ein Zeichen für, also Seelenrückholung hat auch immer was mit vergangenen Themen, Ahnen oder anderen Leben zu tun. Auch hier haben wir halt die Dunkelheit und auch das Spirituelle, also das Tiefere oder das Höhere, ne? Also die, ja, es geht mehr darum, in den Glauben zu gehen oder auf Seelenebene, anstatt hier in den Gedanken zu verharren. Ja, ein Transformationsprozess. Es erfordert wirklich hier Seelenarbeit, raus aus den Gedanken. Und wie gesagt, wenn du Kopfschmerzen hast, beobachte ein bisschen und geh vor allen Dingen ins Fühlen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Oktober. Nutze ihn, um sehr viel über dich selbst zu lernen und zu akzeptieren, um Klarheit zu bekommen. Schau gerne, wie gesagt, bei deinem Mondzeichen-Aszendenten vorbei und ich bedanke mich von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut.